Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo zu Beastboxing Turbo, einem, sagen wir mal, Oldschool-Boxing-Spiel, das sich ein Stück weit an Klassikern wie Punch-Out oder eben Super Punch-Out orientiert, aber dazu kommen wir später nochmal. Wenn ihr euch Gameplay angucken wollt, dann klickt auf das Gameplay-Video bzw. auf den Link, der jetzt hier in diesem Video erscheint. In diesem Fall werde ich mir jetzt nur ein paar Optionen angucken, euch ein bisschen erklären, was es hier so gibt und ein bisschen Informationen zu Beatboxing Turbo und zum Entwickler liefern. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Das ganze Spiel kommt von Good Hustle, einem Indie-Entwicklerstudio aus Kalifornien, die unter anderem auch verschiedene iOS- bzw. Smartphone- und Tablet-Titel gemacht haben. Unter anderem auch den direkten Vorgänger von Beastboxing Turbo, und zwar Beastboxing 3D. Das ist ein Spiel, das nur für iOS rauskam, das ihr auf, ich glaube, dem iPad und auf dem iPhone spielen könnt. Und dann haben die Entwickler sich gedacht, hey, es wäre doch cool, diese Art von Spiel auch auf den PC zu bringen. Und dann haben sie das umgesetzt, haben das Ganze Beastboxing Turbo genannt. Und es für PC und Mac veröffentlicht. Ihr könnt das Spiel kaufen, entweder beim Entwickler direkt oder auch über die Sura. Die Sura habt ihr ja bereits in anderen Videos von mir vorgestellt bekommen. Das ist im Grunde so ein ähnliches Angebot wie Steam, kommt allerdings aus einer ganz anderen Ecke. Wenn ihr da weitere Informationen zu haben wollt, sagt mir Bescheid und dann werde ich mal schauen, dass ich da mal einen Informationsartikel über die Sura auch zusammenstelle und ihr dann auf trolltest.de hochlade. So, wie gesagt, Beastboxing Turbo ist für den PC und für Mac erhältlich, also für Windows und für Mac erhältlich. Und es orientiert sich ein Stück weit an alten Titeln aus diesem Bereich, wie beispielsweise Punch-Out, das damals auf einem Handheld rauskam, auf dem nur Punch-Out spielen war, wenn ihr so wollt, eine Art Gameboy ohne Kassetten mit nur einem Spiel drauf. Später ist das Ganze dann noch als Super Punch-Out für den SNES, also für das Super Nintendo rausgekommen, im Jahr 94. Und im Jahr 2009 haben die Entwickler von Nintendo sich gedacht, hey, es wäre cool, Punch-Out wieder neu aufzulegen und es für die Wii wieder zu rekonstruieren, wenn man so möchte. Für die Wii könnt ihr euch Punch-Out auch holen. Allerdings von der Optik bzw. von der Präsentation her erinnert das Spiel eher, sagen wir mal, an die Boxing, aus dem Boxing-Bereich, aus dem Motion-Sports-Spiel, das es für die Xbox 360 gibt und wo ihr im Grunde vor der Kinect-Kamera herumfuchteln müsst, um Treffer zu landen. In dem Fall bei Beastboxing Turbo ist es jedoch so, dass ihr statt mit irgendwelchen Kinect-Kameras Bewegungen einzufangen, entweder mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad spielt. Schauen wir uns mal die Optionen an. Da habt ihr unter anderem die Möglichkeit, hier die Musik hochzustellen. Die Musik ist in Beastboxing Turbo wirklich cool. Jeder Gegner, auf den ihr trefft, hat eine eigene Musik. Macht viel Spaß, der Sound ist auch ziemlich cool gemacht. Und ihr habt hier die Möglichkeit, unter anderem Video-Einstellungen einzustellen, aber die sind relativ, sagen wir mal, begrenzt. Ihr habt hier eine Auflösungseinstellung, habt hier die Möglichkeit, Anti-Aliasing einzustellen, Vertical Sync zu aktivieren und das Ganze im Fullscreen zu spielen. Darüber hinaus habt ihr, wie gesagt, hier die Möglichkeit, oder habe ich das schon gesagt, ich weiß es nicht genau, die Controller-Belegung einzustellen, beziehungsweise ihr könnt das Ganze auch, wie gesagt, mit Maus und Tastatur spielen und auch nur mit der Tastatur spielen, wenn euch das lieber ist. Könnt allerdings auch einen Controller einschließen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr den Controller anschließt, dass ihr zumindest die Block-Taste, das ist hier die Down-Taste, umbelegt. Denn für gewöhnlich im Standardeinstellungsmenü habt ihr, sagen wir, für den rechten Daumen keine Verwendung, weil ihr in den Standardeinstellungen nur über den Joystick den nach oben bewegt, um ab zu nutzen. Aber das zeige ich euch am besten dann im Gameplay-Video, dann wird das Ganze ein bisschen klarer. Ich würde euch empfehlen, dort bei ab einmal, sagen wir, wenn ihr den Xbox 360-Controller benutzt, den auf die B-Taste, auf die rote B-Taste umzulegen. Das hat sich bei mir durchaus bezahlt gemacht. Ansonsten gibt es hier im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht in den Story-Mode rein, den habe ich bereits einmal angetestet und habe dann hier unten auf Reset Profile geklickt, womit sich dann mein gesamtes Spiel wieder zurückgesetzt hat und ich im Grunde komplett wieder von vorne anfangen muss. Das werdet ihr dann auch sehen im Gameplay-Video, beziehungsweise dort werde ich dann die Einführungsrunde überspringen und praktisch direkt auf die ersten Gegner treffen, aber das seht ihr dann ja im
Gameplay-Video. Darüber hinaus habt ihr hier den Endlos-Modus, in dem könnt ihr praktisch... Oder in dem kommt ihr auf einen Gegner, wenn ihr ihn schlagt, kommt ihr auf den nächsten Gegner, wenn ihr den schlagt, auf den nächsten. Und wenn ihr dann irgendwann mal auf einen Gegner trefft, der für euch zu stark ist, dann geht ihr K.O. und habt dann die Möglichkeit, den Score, den Highscore, den ihr bis dahin freigespielt habt, in eine Bestenliste eintragen zu lassen, wenn ihr es dann wollt, beziehungsweise wenn ihr findet, dass der Highscore, den ihr zu dem Zeitpunkt freigespielt habt, es wert ist, in der Highscore-Liste im Internet aufzutauchen. Dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich hab's in einem ersten Versuch, sagen wir mal, bis zum dritten Gegner geschafft, der war mir dann absolut über. Hab in dem Bereich 300 Punkte freigespielt und musste dann feststellen, dass die besten Highscores, die bereits ins Internet übertragen wurden, weit über, ich glaube, 90.000 lagen, also völlig fernab von Gut und Böse. Also wenn ihr eine Herausforderung wollt, geht in den Endless Mode. In den Endless Mode Ryan, genau. Geht ihr in den Endless Mode und versucht dort einen möglichst hohen Highscore zu knacken, es den anderen Leuten im Internet richtig zu zeigen. Aber Gameplay zeige ich euch erst im Gameplay-Video. Wenn ihr dahin wollt, klickt jetzt auf den Zum Gameplay-Button und ihr kommt direkt zum Gameplay im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Spiel. Es lohnt sich durchaus, es einfach mal anzugucken. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es gibt sowohl für Windows als auch für Mac eine Demo. Dort könnt ihr das Spiel eine gute Stunde lang spielen. Ich glaube, das ist relativ umfangreich. Ich würde euch empfehlen, das durchaus mal zu machen. Macht wirklich Spaß. Allein die ersten Kämpfe sind durchaus fordernd und packend. Und wenn es euch dann gepackt hat, das Spiel, dann kriegt ihr es, wie gesagt, über die Sua für derzeit 4,99 €. Der Entwickler hat den Titel bereits einmal um 50% günstiger gemacht. Ursprünglich sollte es 10 € kosten. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Beastboxing Turbo wirklich gut findet, beziehungsweise wenn euch das System gefällt, auch auf Steam dafür zu voten. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich jetzt auch in der Videobeschreibung und das Gameplay-Video findet ihr jetzt auf dem Gameplay-Button. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, lasst die Fragen ruhig da. Ich werde mich ihre annehmen und sie dann gegebenenfalls beantworten, wenn ich die Antwort weiß, beziehungsweise ich werde dann recherchieren. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit Beast Boxing Turbo und bin dann erstmal wieder raus. Macht's gut und tschüss. Trolltest.de